Herr Kaspar König, was sind die Skulpturprojekte? Das ist eine gute Frage und die Antwort ist sozusagen, liegt letztlich wieder in der Frage. Das wird sich dann zeigen. Der Begriff der Skulptur ist immer noch relevant, obwohl die Gattung in dem traditionellen Sinne nicht mehr da ist. Aber sie wird, ist nicht tot. Sie wird sich neu formulieren. Vielleicht nicht dieses Mal, aber vielleicht in 10 Jahren später. Und Projekt ist ja etwas, was in der Zeit passiert. Diesmal geht es sehr viel stärker in Richtung Körper. Und Körper in Beziehung sozusagen zu dem, zu der Verlängerung des Körpers, mental wie auch technisch. Insofern ist das Performative wichtig, aber das ist mein Job zu sagen, wir machen kein Festival. Das muss als Ausstellung funktionieren, 100 Tage, ja, für die Menschen hier in der Stadt und für die, die kommen. Und sagen die, ja, gestern hätte ich es interessant gefunden, da war ich aber nicht da. Also das sind die Hauptkriterien. Es muss eine Ausstellung sein. Ausstellung als Medium, um etwas zu schmecken, zu lecken, zu spüren, physisch, mental, aber natürlich auch intellektuell. Mhm. Was sind die Hauptthemen 2017? Kann man dazu schon was sagen? Ja, da müssen Sie mit der Britta Peters reden. Ich kann das besser zusammenfassen. Ich bin da skeptischer. Hinsichtlich was sind die skeptischer? Dass plötzlich Kategorien wichtiger werden als, als die Dinge dazwischen. Also ich neige eher dazu, Dinge zu komplizieren, als sie versuchen zu wollen, sie zu vereinfachen. Weil das ist eigentlich das, was Künstler ausmacht. Dass sie etwas machen, was nicht vorhersehbar ist. Also mich interessiert immer etwas, wo ein Künstler sich nicht bestätigt, wiedererkennbar, sondern was Neues macht. Ja. Was darf der Besucher erwarten? Gibt es vielleicht ein Projekt, das Ihnen jetzt schon sehr am Herzen liegt? Naja, was mich am meisten interessiert momentan, ist die Arbeit von der Pirici. Da geht es um den Westfälischen Frieden. Die Protestanten in Osnabrück, die Katholiken in Münster, die Spanier, die Spanier und die Schweden. Und momentan gibt es eben wahnsinnig viel Verwerfung politisch. Und es ist ungeheuer wichtig, dass alle miteinander reden. Ja? Und also wenn man zum Beispiel jetzt konkret den kleinen Falle verfolgt, heute in 2 Wochen schon wieder anders, wie also der Erdogan da auftrumpft und wie unsere Bundeskanzlerin irgendwie versucht, uns das Beste draus zu machen. Das ist ihr Job, sie kennen das besser als Journalist. Die Nachrichten reisen so schnell, dass man nachher gar nicht mehr weiß, was Sache ist. Also plötzlich wird eine lokale Sache global von unglaublicher Bedeutung, die vielleicht gar nicht eben so bedeutend ist. Was macht die Ferici im Friedensrat? Naja, sie zeigt diesen Ort und referiert auf die gegebenen Bedingungen durch moderne Techniken der Information. Ja, gut. Vielen Dank. Okay.